Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich dir mal Pralinen, um genau zu sein, Whisky-Pralinen. Ab und zu braucht man ja ein Geschenk oder ein Mitbringsel für Freunde und da eignen sich Pralinen einfach perfekt. Vielleicht wolltest du auch schon immer mal Pralinen machen, bist aber noch nie dazu gekommen und somit ist auch der Grundgedanke von diesem Video gekommen und darum würde ich einfach sagen, wenn du Pralinen machen möchtest, dann bleib unbedingt dabei, denn ich zeige dir, wie es geht. Für unsere Whisky-Pralinen brauchen wir Milchkuvertüre, Zartbitterkuvertüre, Obers, Butter und Whisky. Als erstes kochen wir das Obers wallend auf. Sobald diese dann aufschäumt, können wir auch die Kuvertüre schon beigeben. Und wenn du zu große Stücke hast, hacke diese einfach klein. Durch das heiße Obers schmilzt jetzt die Kuvertüre und macht die Masse wieder homogen. Jetzt geben wir noch die Butter und den Whisky bei und mixen das Ganze später gut durch. Durch das Mixen oder Homogenisieren bekommen wir einen besseren Schmelz, also dadurch einen besseren Geschmack. Jetzt lassen wir unsere Pralinenfüllung bei Zimmertemperatur abkühlen, bis sie ungefähr 28 Grad oder darunter erreicht hat. Dann können wir unsere Trüffelformen damit füllen. Ich verwende dafür immer einen Einwegtrissesack. Dabei ist es wichtig, die Füllung bis zum Rand der Form zu füllen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Füllung fest wird. Dann verarbeite ich gleich die Kuvertüre. Darüber habe ich schon ein Video gemacht, ich verlinke es euch in der rechten Ecke. Jetzt nur noch eine Probe machen und dann können wir schon mit dem Dekorieren beginnen. Als ersten Schritt befülle ich jetzt ein Sternitzel und verschließe damit unsere Trüffelformen. Achtet darauf, dass sie wirklich gut verschlossen sind. Sobald meine Kuvertüre dann fest geworden ist, werde ich meine Whisky-Pralinen wälzen. Dafür tunke ich meine Finger in der Kuvertüre und überziehe damit die Pralinen. Dann kann ich sie auch gleich in Kakao wälzen. Diesen Vorgang wiederhole ich ein zweites Mal mit den Pralinen und muss jetzt nur noch warten, bis sie aushärten. Und fertig sind unsere ganz frischen Whisky-Pralinen. Unser ganzes Rezept findest du in der Infobox oder auf unserem Blog. Ich hoffe, dir hat ein Video zu den Whisky-Pralinen gefallen. Und wenn ja, dann hinterlass doch auch einen Daumen nach oben oder schreib doch uns mal in die Kommentare, wie es dir mit meinem Rezept so ergangen ist. Und somit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.